Aua, ich wusste es, da war keine gute Idee. Oh nein. Der ist eh schneller als ich. Oh nein. Okay, das war's. So, hallo erstmal, Freunde des MMORPGs. Heute steht auf meiner Liste Reign of Guilds. Da ist ja der 6. Playtest gestartet, sodass wir ein bisschen Zeit haben, da reinzuspielen und zu testen. Das Game wird entwickelt von Atlant Games, gepublished ebenfalls von Atlant Games und soll ein klassisches Oldschool-PvP-PvE-MMORPG sein. Wird oft verglichen mit MO2. Es hat Ähnlichkeiten und trotzdem ist es ein wenig anders. Ja, und das gucken wir uns jetzt mal an. Charakter erstellen. Und dann sind wir hier im Menü, wo wir dann unser Geschlecht wählen können. Weiblich. Männlich. Okay, wir nehmen mal männlich. Können dann hier ein bisschen was rumschrauben. Können wir mal random klicken. Ja, der sieht doch schon ganz gut aus. Der passt doch gleich zu mir. Den nehmen wir, der ist gekauft. Aber können wir dann noch ein bisschen rumspielen? Können wir natürlich auch. Man kann hier also sehen, hier kann man noch die Augenbrauen ein bisschen erhöhen. Den Vorbart. Was ist der Vorbart? Ach, das ist der Forehead. Entschuldigung, nicht Vorbart. Forehead. Die Augenfarbe wäre, ja, rot vielleicht. Halt, Moment, das ist Inner Color. So hier, rot ist gut oder blau. Nee, ich grau, glaube ich. Grau passt immer sehr gut zu diesen, ja, das passt besser zu den grauen Haaren. Und das Gesicht können wir noch ein wenig auch noch ändern. Lippen. Also es gibt da ganz viele Einstellungsmöglichkeiten. Wir lassen den so. Mir gefällt der. So, Create. Wir müssen ihn benennen und wir nennen ihn Max. So, die Basics. Wir sind jetzt also quasi hier drin im Gasthaus, quasi diese Taverne, wo man dann das Tutorial spielt. Ich habe da schon ein bisschen reingespielt, daher weiß ich das. Hier noch eins zu sagen ist, es ist ein wirklich First-Person-MMORPG, das heißt klassisch halt wie ein Skyrim, kann man sagen. Es erinnert mich so ein bisschen an eine Mischung aus MO2, also Mortal Online 2 und The Witcher. Warum? Da kommen wir noch zu. Das hat hier was mit der Lore zu tun, beziehungsweise so mit der Welt zu tun halt. Ja, wir sollen die mit der Tab-Taste, sollen wir oder I für Inventory drücken und sollen den Beutel anlegen. Das machen wir auch. Hey, Al, before you go, grab this drunkard sword and head down to the basement. The mentor is waiting for you there. Ja, der Storekeeper hier, da kann man Sachen kaufen. Ist immer ganz wichtig, denn in Reign of Guilds ist es so, dass man handwerklich begabt sein muss. Man muss also Ausrüstung craften und die immer auf Level halten. Also man wird hier wirklich auch Hilfe von anderen Leuten brauchen, also aus der Gilde, um seine Ausrüstung ja quasi immer aktuell zu halten. Man kann natürlich auch Grundsachen kaufen, aber die haben dann halt keine Bonus-Stats. Deshalb ist es wichtig. Moment, ach, das ist die falsche. Ich soll ja eine extra Dummy dafür benutzen, alles klar. Okay, dann machen wir das doch. Ja, so funktioniert auf jeden Fall der Combat. Short distances and in tight spaces, two-handed weapons perform poorly. A skillful fighter with a short sword or a dagger can easily get close to you the moment you make a swing, rendering your attack useless. So the most important thing with two-handed arms is keeping your distance. Ja, er sagt, Zweihänder sind halt besser in der Distanz, während Einhänder halt schneller sind halt als Zweihänder. So, also. Da sieht man's. Short distance. Shields are simple.
Once you draw one, just don't forget to raise your guard every once and then. Remember though, its additional protection won't save you if someone hits your head above the shield or your legs below it. These can only be protected with a heavy tower shield, but those are bad for your mobility. There are also magic shields, but I know too little about them to teach you. A timely dodge will give you a tactical advantage. However, the more you dodge, the more energy it costs. Losing all your energy in battle is defeat. Ja, blocken und dodgen. Ah, Hammer's. A crossbow is the best alternative for someone who doesn't want to get skewered on a sword. It's also the best weapon against mages. They won't let you come close enough to engage them in melee. Take note, however, that the crossbow is always kept unloaded. Every time you draw it out in battle, it must be reloaded. Sometimes it's easier to draw a sword instead. For this occasion, we gave you just one powder with a positive effect. Bolster health. Using it again will renew the duration of the effect. It won't occupy another slot. There are other types of powders though, like the plug. It doesn't have positive effects, and using it again will occupy one more slot. In the future, with the help of strong magic effects, you will be able to significantly improve the power of your character. Ja, okay, also das sind hier sozusagen die Spells, jedenfalls am Anfang, die sogenannten Magie-Spells. Wir sollen jetzt Heart of das Ding nehmen und sollen uns selber buffen. It's clear how to cast magic. Just aim and shoot. When you heat your powder though, it gets harder. Heating the powders increases their potency and reach distance. When you heat a powder with a magic effect, it increases its duration. Perfect to cast boons on yourself or negative effects on your foes. So, wir sollen jetzt schießen. Feuer frei. So, und einen aufgeladenen Cast. I'd be the happiest man if stupid magic wasn't a thing. Unfortunately, physical strength and nimble legs aren't always the best solution. Develop yourself in both physical and magical ways, at least up to level 15. By that time, you will know what's good for you, and maybe pick a proper vocation. Okay, also, die Attribute, sieht man hier, Leben, das ist hier Magie, das ist die Ausdauer, das ist das Essen, das ist auch wichtig. Ja, und hier steht das ja auch nochmal, Physical Level und Magical Level. Das ist, scheint sich aber ein bisschen zu unterscheiden, weil hier sind 15 von 16. Das ist Stufe 4. Ich vermute mal, das ist immer der Balken, der auflevelt. You can always give up some strength for dexterity or endurance, but you can't get elemental knowledge for that, and vice versa. So, okay, wir sollen jetzt Tabula Rasa, was ist Tabula Rasa? Ach ja, das war ja diese Rolle. Und das wäre dann sozusagen ein Respect, da müssen wir Clear drücken, glaube ich. Oder neu verteilen. Achso, da können wir hier rausnehmen, Dexati. Maximal 5 Punkte halt. Das würde ich aber nicht tun. Ich würde gucken. Ja, irgendwo müssen wir ja ein bisschen was rausnehmen. Respecten. Gehen wir mal hier auf 10. Stärke würde ich auf jeden Fall auch ein bisschen hochdrehen. 7, 8. So, nun weiß ich nicht, ob ich... Stärke ist ja auch wichtig, aber Geschick auch. Wenn man wenig Geschick hat, krittet man weniger. Ja, aber der Angriff ist halt, ja, ist schwierig. Dann machen wir das so. 15 ist okay. Confirm. So. Hallo Vernon, was gibt's denn hier? Establishing Connections. Da sollen wir mit Flavius reden. Gut, nehmen wir an. Was haben wir hier? Hier haben wir Uncles Hire. Das ist wahrscheinlich, ja, unser Hire ist, glaube ich, unser Erbe. Vom Onkel des Erbes bekommen wir 8700 K. Das heißt, wenn wir
1500 Taler ihm bringen und einen Snack nehmen wir auch noch mit. Und Guild Rain, wir sollen mit dem Guildmeister sprechen. Na gut. Jut. Das ist quasi das Dorf. Im Grunde genommen gibt es in Reign of Guilds zwei Reiche. Einmal das östliche und einmal das westliche Reich. Und diese Reiche, die haben bestimmte Ländereien und diese Ländereien haben Burgen, sowas wie diese hier. Und diese Burgen, die müssen erobert werden im PvP und müssen gehalten werden von den jeweiligen Gilden. Das erinnert mich so ein bisschen an Dark Age of Camelot noch. Genau, das PvP halt, es erinnert mich da so ran mit quasi dem Kampf aus Skyrim und MMO2. So kann man das sehen halt. Und vom PvE her erinnert mich das wirklich sehr stark so ein bisschen an Witcher. Ja, also, weil einfach, wenn ihr mal hier schaut, so die ganze Aufmachung, die ganzen Häuser und allem, das ist schon sehr, sehr interessant gemacht. Ein dubioser Taskmaster, da sollen wir ein paar Sachen besorgen. Wir nehmen erstmal alles an, ein simpler Job, wir sollen mit Bert sprechen. Errol's Resources. Guilds, Guilds, Guilds. Diese ganzen Quests, die man hier annehmen kann, kann man teilweise nicht sofort erfüllen. Das muss man dazu sagen. Sondern die kann man erst stückweise erfüllen. Also je nachdem, wie weit ihr erstmal kommt. Meine Erfahrung ist, um von dieser Starterinsel runterzukommen auf das Festland, solltet ihr auf jeden Fall, mein Tipp, so schnell wie möglich eure Defense, also hier unten diese Balken, solltet ihr hochbekommen. Also die Defense so, dass ihr in der Lage seid, diese Gegner, die hier oben in dieser Burg sind, töten zu können, weil die droppen nachher einen Token, um diese Insel verlassen zu können. Entweder macht ihr das alleine oder in der Gruppe, um diese Gegner zu töten. Und erst dann kommt ihr auf das Festland. Nehmen wir noch ein paar Quests mit, hier ein paar Jagdquests, weil die geben ordentlich Geld. So, hier, das sind die Handquests, die nimmt man einfach alle an. Und dann kann man erstmal auf die Jagd gehen, um sich ein bisschen Geld zu machen. Hier ist übrigens Bert. Bert möchte auch was von uns. Quest abgeschlossen. Mal gucken. Der verkauft doch hier, glaube ich, so eine Keule. Ja, die können wir doch nehmen. Für 189 nehmen wir die doch mit. ...334 das Trainingsschwert. Aha, das ist besser hier. Dann haben wir hier ein Claymore. Das macht 395. Das Ding macht 4. Nehmen wir doch mit. Zack, gekauft. So, dann gehen wir mal raus hier. Wheat for Life. Brauchen wir 10 Stück. Können wir erstmal wegnehmen. Dann gehen wir erstmal hier rein. Und holen uns doch erstmal das ganze Zeugs. Ja, haben die natürlich alles schon wieder aufgelesen. Ja, wir sollen jetzt hier, so wie es aussieht, 10 dieser Strohbarren besorgen. Boah, ich bin schon leicht außer Puste. Ah ja, geht's auch schon los, ne? Da steht auch schon... Somebody killed somebody. Da wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen ausprobiert. Okay, so wie es aussieht, haben wir schon mal gut hier eingesammelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nochmal hier zum PvP. Also, man hat Zonen, wo man negatives Karma bekommt, wenn man einen Spieler tötet. Das sind meistens die PvE-Zonen. Die sind dann auch gekennzeichnet farblich. Dann gibt es die Zonen bei den Burgen. Und diese Zonen bei den Burgen,
Die könnt ihr da, könnt ihr PvP machen, so viel ihr wollt. Da kriegt ihr kein negatives Karma. Und dann gibt es halt direkt noch PvP-Zonen, wo es auch kein negatives Karma gibt. Also, wir haben hier ein Karma-System. Und negatives Karma wirkt sich dann auf eure Stats, eure Ausrüstung auf. Und wenn ihr dann halt eben getötet werdet, dann so meiner letzten Information verliert ihr relativ schnell sehr viel Ausrüstung. So, Freunde. Nach dem etwas missglückten Angriff zeige ich euch mal ein bisschen noch was, was man hier auf der Insel alles noch so sehen kann. Wir sind hier an der Spinnenhöhle angekommen. Keine Ahnung, wie stark das da drinne ist oder wie stark die Monster da drinne sind. So, da sind wir jetzt in der Spinnenhöhle und ich sehe schon, da ist schon einer, der wieder geplündert hat. Hier sind irgendwie merkwürdige Pilze. Hier ist ein Skelett. Gibt's hier irgendwas drinne? Nee. Da macht einer PvP mit mir hier, oder was? Ah ja. Ja, da haben wir zerlegt. Das ist das PvP-Tier. So, gucken wir mal, was er Schönes drin hatte. Ein Ohr. Aha. Was ist das denn? Ich habe irgendwie ein Ohr gekriegt. So. Kann man das verkaufen? Immerhin. Naja, der hat mich versucht, hier reinzulocken. Das ist schon eine ganz, ganz miese Art halt, ne? Um mich dann hier in der Höhle zu töten. Ich denke mal, er wird wiederkommen. Aber wir schauen mal hier, was die Spinnen alles so können. Hier ist man total verlangsamt. Oh, hier ist gar nichts los drin. Ach, da sind doch ein paar Spinnen. Ein paar ist gut. Oh, war ja die Viecher. Die sind gar nicht so. Eieiei. Okay. Im Early Access wird das wahrscheinlich so laufen, dass das Spiel ein Buy-to-Play-Modell hat und Pay-to-Play-Modell. Also das heißt, ihr müsst einmal das Spiel kaufen und dann einmal monatliches Abo abschließen. Aber ich glaube, da sind sich die Entwickler selbst noch nicht einig, so wie ich das auch gelesen hatte bei denen im Discord, ob das dann so wirklich kommen wird. Oder vielleicht doch ein anderes Modell hat. Zum Beispiel ein Free-to-Play-Modell mit Shop? Fragezeichen. Das Problem an der ganzen Sache ist, je tiefer man in den Wald geht, desto höher werden die Gegner und desto gefährlicher wird es auch für einen. Okay. Oha. Da steht eine Menada. Eine Menada ist ein magisches Wesen. Und die sind am besten zu töten mit Armbrüsten. Und die sind halt, wie ihr seht, sehr flink. Ah, der hat mich auch erwischt. Ah, die kriegt ja fast gar keinen Schaden. Okay, die ist wahrscheinlich vom Level noch zu hoch. Da ist ein Wildschwein. Ah, ich weiß nicht so recht, hier in der Ecke Wildschweine zu killen, ohne dass man die Defense hat,
Das kann in die Hose gehen, weil Wildschweine sind schon ernste Gegner. Nicht so schlimm wie Bären, aber trotzdem schon. Ach komm, ich probiere es einfach mal. Mal sehen, was passiert. Ah, ach, das ist ein ganz, ganz bitteres. Komm! Schnell hinter dem Vieh hinterher, sonst macht er einen Ansturm. Und das wollen wir nicht. Komm schon! Ah, ich kriege ihn. Hoffe ich mal. Und immer in Bewegung bleiben. Ah, der ist aber, hat's in sich. Ah, jetzt hat er mich. Ah, habt ihr schon gesehen? Ah, Glück gehabt. Und eine Blutung hatten wir gleich noch hinterher. Ja, Wölfe. Wölfe sind, Da muss man rechtzeitig dodgen, also ausweichen bei den Wölfen. Da übrigens stand ein Menada, den habe ich gar nicht gesehen. Und da muss man dauerhaft ausweichen. Ja, da geht es nämlich schon los. Eieiei, der wird bitter. Oh ja, oh ja. Nein, komm, er wird mich töten. Ich muss gucken, dass ich im Kreis laufe. Dass er mich nicht erwischt, wenn er springt. Ah, es wird ein schwieriger Gegner. Heilung. Wo geht er hin? Ich sehe ihn nicht. Aua. Oh, hab ihn. Wow, das muss ein Crit gewesen sein. Junge, Junge. Oh ja, der war richtig böse. Das war... Das war ein 2,5k Wolf. Das ist schon... Muss ich sagen, 2,5k würde ungefähr einer physischen Defense von 10 entsprechen. Und einer magischen Defense von 10. Der war schon knackig gewesen, der Wolf. Dass ich den überlebt habe, war Zufall. Diese ganzen POIs hier, also diese ganzen Höfe und Minen, kann man auch per Token erreichen. Das werden wir uns gleich anschauen. Ich brauche nur einen Portal. Ein Portal halt. Oder man lässt sich halt töten, weil hier auf der Starterinsel passiert einem ja nichts. Man verliert ja nichts. Das heißt also, wenn man schnell in die Stadt will, kann man auch einen Bären angreifen, so wie diesen. Ein Kodiakbär. Nee, ist gut, ist klar. Oh. Die betäuben auch noch. Nein, geh weg. Okay, gut. Wir gehen mal zum Portal und schauen uns jetzt das Lumbercamp, haben wir ja schon. Genau, was wir noch nicht haben, ist die Rune Farm. So, wo ist sie denn? Ja, da ist die Rune Farm, da hinten. Hab ja schon wieder irgendwas gehört. Oh, da kommt ein Schwein. Wo will das hin, das Schwein? Hallo?
gib erstmal immer dranbleiben. So. Auf jeden Fall, das erinnert mich so ein bisschen, diese zerstörte Farm, an The Witcher. Vielleicht kann man sich da, könnt ihr euch daran noch erinnern. Da war man auch in einem Dorf, wo auch so dieses Dorf komplett zerstört war. Und das, ja, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen daran. Hat zu lange gedauert, der Kampf, ja. Und das passiert dann halt, wenn man zu wenig Defense und zu wenig Angriffskraft hat. Dann schafft man die Mobs nicht mehr und die machen natürlich auch einen Heidenschaden. Wahrscheinlich werden die Skelette jetzt hier bei der Burg mich auch zerlegen. Denn diese Burg ist wichtig, die muss man nämlich erreichen, um dort die Skelette zu töten. Damit bekommt man dann einen Token und mit diesem Token kann man dann diese Insel hier verlassen und auf das Festland reisen. Weil man dann nämlich, wenn man die Skelette schafft, bereit ist für das Festland. So, da ist die Festung und wollte euch nur mal so dieses Schmuckstück zeigen. Denn da drinnen hausen Skelette. Da ist schon eins. Und die sind gar nicht so lustig, die Viecher hier. Die sind jetzt nicht die schnellsten, muss man dazu sagen. Aber die haben es in sich. Wenn die zuhauen, dann war's das. Ist halt eine verfallene Festung. Da sieht man schon, die kriegen gar keinen Schaden. Man darf jetzt auch nicht vergessen, manchmal sind sie halt eben immun gegen bestimmte Schadensarten oder wir machen einfach keinen Schaden. Kommt das Vieh jetzt hoch hier oder was? Ihr könnt es mal mit einer Armbrust probieren. Oh, schön daneben geschossen. Klassisch. Ja, macht auch keinen Schaden. 6 Schaden an dem. Schön in den Rücken. Ach, der ist auf Reset. Okay, gehen wir mal hier. Oh, hier steht auch einer unten. Ah, ja, ist klar. Der kann da durchhauen. Eieieiei. Ja, wir bluten. Aber merkt schon, der hat an mir 900 Schaden gemacht. Und ich glaube, entweder man braucht hier eine Gruppe oder wir brauchen das Level. Aber hübsch, diese Burg. Und so eine Burg kann man dann im PvP angreifen bzw. auch verteidigen. Natürlich ist sie dann nicht so kaputt. Sondern ist dann natürlich, ja, ganz, sieht hübscher aus. So, gehen wir mal hier noch rein in den Bergfried oder wie man das nennt. Oh, eieieiei, wo geht's denn hier hin? Hier geht's einmal in den Keller. Ah ja, hier sind die Katakomben. Na, da gucken wir uns doch auch mal rein. Die Katakomben. Na, herzlichen Glückwunsch. Ist ja auch so einer. Der schläft noch. Ja.
Ja, Freunde. Das war's erstmal zu Reign of Guilds. Von mir auf jeden Fall muss ich sagen, ein schöner Titel, muss man sagen. Wenn man sich erstmal so ein bisschen reingespielt hat, das könnte was werden, wenn die Entwickler da jetzt noch ein bisschen mehr Gas geben und das Spiel auch ein bisschen attraktiver für Leute machen. Heißt also vielleicht noch ein paar Balancing-Verbesserungen, ein paar Änderungen halt. Und dann wäre es natürlich schon interessant halt. Also mich interessiert auf jeden Fall noch das Festland, das, also wo es dann eigentlich dann auch hingeht. Das soll ja noch viel, viel größer sein und das soll ja dann in verschiedenen kleinen Reichen geteilt sein. Ich bin da auf jeden Fall gespannt, was da noch alles kommen wird und ich freue mich auch auf die PvP-Schlachten um die Burgen. Ich hoffe, dass das Spiel erfolgreich sein wird. Ja, wir sehen uns. Im nächsten Gameplay, im nächsten Angespielt oder im nächsten Livestream.